darf Sie sehr herzlich zum zweiten Teil unserer SEMA-Frilo-Webinarreihe begrüßen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Moritz Schimmelthardt. Ich bin jetzt seit Oktober bei Frilo, bin im Produktmanagement für den Holzbau zuständig und darf heute mit dem Herrn Martin Irion von Seiten SEMAS dieses Webinar führen mit dem Thema die Vielfalt statischer Berechnung im Holzbau. Zuallererst würden wir kurz mal eine Einführung in die Statiklösung SEMA Frilo Ihnen nochmal zeigen. Wie gesagt, wir bauen etwas auf dem Webinar, auf dem ersten Webinar auf, aber wenn Sie da nicht dabei waren, ist das auch kein Problem. Wir werden heute nämlich zweiten Punkt, kurze Live-Demo des SEMA Statikpakets machen, Ihnen nochmal grob zeigen, wie die Verknüpfung funktioniert, was man damit alles anstellen kann. Dann gehen wir in eine Live-Demo von ausgewählten Frilo Holz- und Dachprogrammen. Zeigen vor allem, wie man die Frilo-Programme auch ohne SEMA startet, wie man Berechnungen quasi losgelöst von SEMA dort führen kann, Nachweise führen kann. Da werden wir eine Auswahl von mehreren Programmen zeigen, die für SEMA-Anwender interessant sein könnten. Und weiter oder zu guter Letzt würden wir noch zeigen, wie man dann eine DXF-Datei aus SEMA in unser Stabwerksprogramm, nämlich in unser RSX-Programm importieren könnte. Genau, am Ende, falls wir dann noch Zeit haben, je nachdem, wie wir in der Zeit liegen, könnten wir ein paar Fragen von Ihnen dann noch live beantworten. Wenn wir nicht mehr dazu kommen, schreiben Sie Ihre Fragen auf jeden Fall immer gerne in den Chat. Die werden auf jeden Fall alle im Nachgang beantwortet, dann eben per Mail oder direkt im Webinar, aber scheuen Sie nicht da, Ihre Fragen oder Ihre Anregungen zu stellen. Wir werden die alle aufnehmen und die helfen uns auf jeden Fall auch weiter dann, unser Programm weiterzuentwickeln. Gut, dann starten wir mal mit unserem kurzen Vorstellungsvideo von der SEMA-Software. Hallo zusammen, wir benötigen eine Statik für dieses Projekt. Statik selber berechnen, wie war das doch gleich? Biegemoment deines Trägers, QL-Quadrat-Achtel, ist das dein ganzes Statikwissen? Wir helfen dir. Der Schnitt aus dem SEMA-Programm wird an das Frilo gesendet, in das Dach-Plus-Programm. Im Frilo-Programm wird die Berechnung automatisch durchgeführt, das Ergebnis wird als Dokument angezeigt. Die Hölzer können natürlich auch aus dem Dreidimensionalen übergeben werden. Die Lasten der Sparren werden auf die Pfetten übertragen. Die Berechnung erfolgt wiederum vollautomatisch im Frilo-Programm. Hier nun die Max-Auslastung der Pfette. Bei der dicken Balkenberechnung im Frilo werden die Pfosten aus dem SEMA-Programm als Punktlast übernommen und somit werden die Balken dann auch gleich wieder vollautomatisch berechnet. Das war ein kurzer Überblick über das SEMA-Programm, dein Partner für vernetzten Holzbau Plus, gemeinsam mit Frilo. Wir würden dann anschließend direkt nochmal in unsere SEMA-Frilo-Schnittstelle hineingucken. Da haben wir hier wieder ein Beispielprojekt vorhanden. Genau, und zwar haben wir hier ein einfaches Haus, bei dem wir uns jetzt hier den Holzdachstuhl nochmal gesondert anschauen werden. Wie gesagt, das meiste werden Sie vielleicht im ersten Webinar schon gesehen haben, aber nochmal kurz für alle, die heute neu dabei sind. Allgemein, um die Statik von diesem Dachstuhl zu berechnen, macht man es wie allgemein bei einer Lastzusammenstellung und betrachtet alle Lasten quasi von oben nach unten. Wo die Last zuerst angekommen wird, werden natürlich unsere Sparren hier, die dann erweitert wahrscheinlich die Last hier auf unsere Firstfette weitergeben würden und die dann auf unsere Pfosten, wenn wir jetzt mal diesen Teil betrachten würden. So wollen wir es uns jetzt hier auch kurz mal anschauen, allgemein nochmal.
Bevor Sie in die Berechnung gehen, müssten Sie über Extras und allgemeine Voreinstellungen erstmal Ihre Norm wählen, nach welcher Sie rechnen wollen. Und zwar gehen Sie hier auf den letzten Punkt Statik unter dem Reiter Frilo, geben hier rein, können wählen, welche Norm Sie für Ihre Berechnung als Grundlage nehmen wollen. Wir haben neben der polnischen hier die italienische, die deutsche und die österreichische. Die wollen wir jetzt hier mal auswählen. Schließen das Ganze wieder und könnten dann theoretisch in unsere Berechnung reingehen. Allgemein gilt es noch zu sagen, dass Bauteile, die gleich sind, wie zum Beispiel diese Sparren, auch gleichzeitig berechnet werden können. Sprich, Sie müssen nicht jedes Bauteil einzeln anklicken und rechnen, sondern Sie können die quasi alle auf einmal in einem Rutsch rechnen lassen, was natürlich deutlich an Zeit spart. Und es gilt noch zu sagen, dass wenn Sie hier auf Statikberechnung klicken, Sie bei einem Bauteil wie bei diesem hier zum Beispiel jetzt die Option haben, das entweder hier in SEMA direkt berechnen zu lassen oder es in Frilo auszulagern und dort im Programm berechnen zu lassen. Also in beiden Fällen wird es von Frilo berechnet. Nur hier bleiben Sie in SEMA drin, was natürlich deutlich schneller geht. Hier geben Sie es an Frilo über. Die Wahl haben Sie relativ selten. Bei dem Bauteil wäre es so. Und allgemein, bevor Sie jetzt diese Statikberechnung machen, müssen Sie natürlich noch Ihre Lasten wählen. Das machen Sie hier, indem Sie, wo hier Polen steht, einfach Ihre Gemeinde wählen, nach welcher Sie Ihre Wind- und Schneelasten eben gewählt haben wollen. Hier sind wir jetzt auf Polen, gehen wir mal auf Österreich, gehen bei Gemeinden die Gemeindeauswahl rein, können dann hier Ihre Gemeinde wählen, von welcher Sie die Lasten haben wollen. Nehmen wir jetzt mir beispielsweise mal eine und dann werden hier automatisch alle Wind- und Schneelasten für den jeweiligen Standort übernommen. Sie haben ja auch immer die Möglichkeit, diese Werte selber individuell anzupassen, wenn Sie mit denen nicht zufrieden sind, die Ihnen die Gemeinde vorschlägt. Aber standardmäßig sollten hier schon die richtigen Werte gewählt werden. Sie können hier noch ständige Lasten einstellen, aber auch die werden normalerweise vorgegeben. Und genau. Also je nach Ihren Bedürfnissen können Sie das hier einstellen. Schließen das Ganze mal. Und genau, hat er jetzt hier übernommen. Dann wählen wir mal, wie bereits erwähnt, die Sparren alle gleichzeitig aus, damit diese auch in einem Rutsch gerechnet werden können. Der Statikberechnungsknopf ist jetzt bei mir hier in der linken Leiste, den kann man da reinziehen. Andernfalls finden Sie ihn hier eben über Extras und Statikberechnung. Genau, jetzt haben wir mehrere ausgewählt, jetzt haben wir auch nur noch die Option, das in SEMA selber berechnen zu lassen und es nicht mehr an Pilo zu übergeben. Das machen wir jetzt mal und sehen jetzt hier auch im Hintergrund, wie ein Sparren nach dem anderen entmarkiert wird und so eben schon gerechnet wurde. Und allgemein lässt sich noch sagen, dass diese Sparren natürlich die gleichen Lasten und Geometrien haben wie die Sparren auf der gegenüberliegenden Seite. Daher reicht es, diese Dachseite quasi zu berechnen. Sie müssen die andere Seite nicht auch noch mal berechnen. Es wird quasi, nachdem es die gleiche Lasten erhält, direkt übernommen auf Ihren Sparren, der dann das auf Ihre Festplatte, die dann das nächste Bauteil werden. Auch diese klicken wir hier an, gehen auf Berechnung und hier haben Sie jetzt nicht die Option, das in SEMA direkt zu machen, sondern es eben hier an unser Statikprogramm, an das HTM Plus auszulagern. Auch das haben wir im ersten Webinar ja schon mal gesehen. Hier wurden jetzt alle Lasten übernommen, die Querschnitte, die richtige Norm haben wir. Können jetzt hier auf Berechnen klicken. Kriegen unsere Auslastungen und wissen dann ebenso, ob unsere Festplatte richtig dimensioniert wurde oder nicht. Genau, das haben wir alles schon mal gesehen. Das nur noch mal kurz für unsere Leute, die heute zum ersten Mal dabei sind. Dann schließen wir das Ganze, nehme ich mal wieder und schauen uns an, wie man Frilo allgemein jetzt ohne SEMA benutzen würde, indem wir jetzt einfach mal hier das Frilo-Programm starten. Das ist immer unser Startfenster in Frilo. Wichtig hier vielleicht noch hier über die drei Striche hier oben kommen Sie auf Konfiguration. Hier vielleicht noch kurz für Sie zur Information. Hier haben Sie alle Einstellungen, die wichtig sein können, zum Beispiel welche Sprache in der Oberfläche Sie haben, wo auf Ihrem Rechner alles quasi abgespeichert wurde. Und weitere Sachen, einmal hier unter den Einstellungsfenster. Wichtig vielleicht für Sie noch der Lizenzreiter. Hier werden alle Lizenzen von Ihren Programmen aufgelistet, welche Sie entweder erworben oder als Demo-Version haben. Da können Sie dann immer reinschauen, welche Programme Sie eben haben.
welche nur als Demo. Manchmal, wenn es Probleme beim Starten gibt und Sie mit dem Kundensupport in Verbindung sind, wird da mal nachgefragt und Sie müssen Ihnen dann quasi die Lizenz mal zeigen oder hier die Lizenz aktualisieren. Das geht ganz einfach über diesen Knopf. Genau, ab und zu wird es eben gefragt und Installation, auch das könnte mal sein, wird Ihnen angezeigt, welches Release Sie aktuell installiert haben, ob das auch das aktuelle ist oder nicht. Wie gesagt, vielleicht gibt es da manchmal Fragen über den Kundensupport, aber das nur nochmal grob, um Sie mit den wichtigsten Punkten hier vertraut zu machen. Dann können wir nämlich auch schon unser Trello Control Center starten, was eigentlich das, ja, fast so ein bisschen wie das Herzstück von unserem Programm ist. Hier finden Sie nämlich quasi, wie im normalen Windows Explorer, haben Sie hier die Ordnerstruktur. Allgemein haben Sie hier links die Projektordner. In diesen Projektordnern können Sie eigene Projekte anlegen, die dann hier aufgelistet sind. Und in jedem dieser einzelnen Projekte haben Sie dann Ihre Positionen abgelegt, die hier unten sind. Also relativ simple Ordnerstruktur. Diese Fenster können Sie auch individuell anordnen, falls Sie sich irgendwie dann besser zurechtfinden. Allgemein hier über Ordner können Sie einen neuen Projektordner anlegen, die hier aufgelistet sind. Über Projekte dann hier ein neues Projekt, die eben hier aufgelistet sind. Und Positionen funktionieren dann ähnlich, diese nämlich hier. Ja. Programme hier hinten haben Sie dann alle unsere Programme, je nach Fachgebiet einsortiert, aufgelistet. Lässt sich eigentlich relativ gut finden, je nachdem, was Sie gerade suchen. Genau. Dann gehen wir mal hier zurück auf Projekte. Wenn Sie Trello quasi das erste Mal installiert haben, kriegen Sie dann auch meistens von uns diesen Demo-Projektordner mit installiert, in dem dann zu jeder Sparte auch schon gewisse Demo-Projekte hier angelegt wurden, wie zum Beispiel bei Stahl, Mauerwerk und so weiter. Und in jedem dieser Projekte sind dann auch schon einzelne Positionen angelegt, also Demo-Positionen. Also wenn Sie mal sehen wollen, wie sowas aussehen könnte, wenn Sie sich am Anfang noch gar nichts darunter vorstellen können, kann es manchmal ganz hilfreich sein, hier schon vorher angelegte Positionen zu haben, um sich vielleicht da so ein bisschen daran orientieren zu können, wenn man quasi das erste Mal mit dieser Software arbeitet. Genau, das jetzt grob mal zu unserem FCC, unserem Video Control Center. Dann wollen wir jetzt aber dann doch nochmal in unser Programm reinschauen und starten hier mal mit unserem Mehrfeldträger Holz, unserem HCM-Programm. Genau, das kennen Sie ja schon von unserer Firstplatte, welche wir damit bemessen haben. Allgemein sehen Sie jetzt hier, wenn Sie ein Trello-Programm öffnen, die meisten unserer Programme, beziehungsweise fast alle, soweit ich weiß, haben so einen Assistenten beim Start des Programms. Dort können Sie eben mit relativ wenigen Eingaben relativ schnell auch direkt eine Position erstellen, ohne sich jetzt durch viele Menüs klicken zu müssen. Also die wichtigsten Sachen sind hier eigentlich immer aufgelistet. Hier zum Beispiel welche Beanspruchung, einachsig, zweiachsig wir haben, welchen Werkstoff wir haben, Holz, Holzwerkstoffe oder Steiko, was wir jetzt hier mit drin haben, welche Anzahl der Felder wir haben, nehmen wir mal einen Feldträger, Feldlänge, dann der Querschnitt Ihres Trägers können Sie hier schon mal eingeben, den Balkenabstand, welche Last Sie da drauf haben, genau, welche Kategorie Ihre Verkehrslast ist, hier können Sie eben mit wenigen Klicks schon mal Ihre Position erstellen, die dann wie folgt aussieht. Wie gesagt, die ganze Oberfläche vom HCM Plus haben wir uns schon mal angeguckt. Jetzt hier vielleicht nochmal etwas genauer rein. Hier sind unsere Lasten, die hier unten ja auch nochmal in dieser Tabelle aufgelistet sind, eben die wir angegeben haben, unsere Gleichlast von 1 kN, unsere ständige Last. Hier können Sie ganz einfach hier rechts durch ein Einfügen einer neuen Zeile eine neue Last generieren. Ist jetzt bezogen auf das System oder auf welches Feld. Wir haben jetzt hier nur ein Feld, deswegen ist es das gleiche. Welche Lastart Sie haben, Gleichlast, Trapezlast, Dreieckslast, Einzellast, Einzelmoment. Bleiben wir mal bei der Gleichlast und bringen jetzt hier mal eine ständig demontierbare PV-Anlage als Last mit auf, die ja mittlerweile auch des Öfteren verbaut wird, mit beispielsweise einer Last von 0,5, was jetzt fast ein bisschen viel ist, aber für das Beispiel mal. Klicken dann hier auf Berechnen und sehen jetzt hier
Auslastung im Querschnitt und Auflagerpressung wäre okay. Gebrauchstauglichkeit sind wir jetzt hier überschritten. Da müssten wir jetzt noch was machen. Für dieses Beispiel haben wir es jetzt mal so gesehen. Allgemein die Aufteilung hier links haben wir Ihnen ja auch schon mal grob gezeigt in unserem Frilo Data Center und in unserem FDC, falls Sie den Begriff mal hören. Allgemein haben Sie immer die gleiche Auflistung von diesen 4 Punkten. Die finden Sie in allen Plusprogrammen wieder, weil der Sinn und Zweck des Ganzen natürlich ist, dass wenn Sie sich mit einem Programm gut auskennen, gut damit arbeiten können, dass Sie alle Frilo Plus-Programme dann gleich gut bedienen können, weil eben dieses System immer wiederkehrt, nämlich mit Grundparameter, die wir jetzt hier einmal sehen, unsere Normen, die wir gewählt haben, genau die Beanspruchung, die wir im Assistenten auch schon drin hatten, ob wir Psi 2 für Kranlasten ist schon angesetzt, ein gemitteltes Kamott für Wind ist auch eine Option. Auch sehr hilfreich bei diesen Optionen für die Bemessung und die Berechnung, die Sie hier haben. Wenn Sie die anklicken, haben Sie hier unten links im Fenster auch immer eine Erklärung dazu. Und falls Sie jetzt nicht genau wissen, wie sich jetzt dieser Wert für Ihre Bemessung oder Ihre Berechnung auswirkt, sehen Sie dann hier immer ganz schön eigentlich noch ja, ein bisschen Erklärung dazu, um da das Verständnis ein bisschen leichter zu machen. Genau, Material hier eigentlich nichts Besonderes. Vielleicht haben Sie ein spezifisches Gewicht noch, was Sie eingeben wollen, könnten Sie jetzt hier machen, haben wir jetzt nicht. Unser System, was wir ja am Anfang definiert haben, seitliche Halterungen haben wir. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend hier alles. Unsere Belastungen, die wir einmal hier haben, aber unsere Lasten, die wir natürlich auch hier unten haben, je nachdem, wo Ihnen die Eingabe leichter fällt, Eigengewicht, stellt man eben hier an oder nicht an, je nachdem, wie Sie wollen. Unsere Bemessung, hier haben Sie jetzt noch die Option einer Heißbemessung. Falls Sie jetzt hier Anforderungen an den Brandschutz haben, könnten Sie die hier auswählen. Würde sich dann natürlich auch hier direkt nochmal auf Ihre Bemessungen, auf Ihre Auslastungen auch auswirken. Schalten wir jetzt mal aus, interessiert uns jetzt nicht. Unser Schwingungsnachweis ist eben eine zusätzliche Option, die dieses Programm hat. Falls Sie eben hier ans Wohlbefinden irgendwelche Ansprüche haben, wird ja jetzt bei FIS-Fetten ist es jetzt nicht der Fall, wäre das jetzt ein Deckenbalken, dann könnte das sein, dass wir da eben Anforderungen haben. Deswegen ist der Schwingungsnachweis, wurde schon öfter mal nachgefragt, können wir jetzt auf jeden Fall mit diesem Programm auch machen. Genau, und Ausgabe kennen Sie ja auch schon, können Sie sich zusammenstellen, wie Sie wollen, welche Punkte für Sie wichtig sind, welche Sie in Ihrem Ausgabedokument haben wollen. Die Sie jetzt nicht interessieren, finden Sie dann hier auch nochmal aufgelistet. Die können Sie sich zusammenstellen, wie Sie wollen. Gut, gehen wir jetzt zurück und zeigen, was wir ja eigentlich sehen wollten, und zwar unsere Übergabe jetzt an unser Stützenprogramm, an unser Holzstützenprogramm HO1. Ähnlich wie die Übergabe ja, wenn wir die FIS-Fette in SEMA rechnen, dann den Pfosten auswählen, übergeben wir ja auch alle Lasten automatisch an die Holzstütze in dem Fall. Können wir jetzt hier auch aus der Frilo-Position direkt machen, indem wir hier oben in dem Bereich verbundene Programme alle Programme aufgelistet haben, die jetzt direkt an unser HTM Plus Programm angeschlossen sind. Also es gäbe jetzt hier auch die Stahlstütze, die Stahlbetonstütze, unsere Toolbox für die Holzpresse und der Stahlplatte, falls Sie direkt da am Auflager eine hätten. Uns interessiert jetzt in dem Fall nur die Holzstütze, deswegen wählen wir die mal an. Dann kriegen wir direkt das Fragefenster, welches der beiden Auflager wir jetzt übergeben wollen. Nachdem wir jetzt einen Einfeldträger haben, ist es egal, nachdem die beide die gleichen Lasten erhalten. Hätten wir jetzt einen Zweifeldträger, würde das mittlere Auflager natürlich mehr Auflagerlasten erhalten als die äußeren. In dem Fall ist es egal, deswegen nehmen wir mal jetzt das erste und bekommen dann hier das Auswahlfenster, ob wir eben im HO1 in der Holzstütze eine neue Position anlegen wollen oder ob wir die Lasten aus dem HTM jetzt an eine bereits vorhandene Position, die wir früher mal erstellt haben, übergeben wollen. Wählen jetzt mal, genau, da kommt jetzt hier gleich das Auswahlfenster an, welche vorhandene Position wir es übergeben wollen. Wir wählen jetzt mal neue Position und starten damit unser HO1-Programm. Und sehen hier eigentlich genau wie bei der Übergabe von SEMA an unsere Holzstütze, dass wir eben hier unsere Stütze haben. Hier wurden jetzt alle Lasten aus den Auflagern angebracht. Und hier sehen wir dann unsere Ausnutzung. Ähnliches Prinzip vom Aufbau des Programms. Hier unten haben wir wieder die Lasten. Genau hier auch unsere PV-Anlage wurde übergeben. Ist offensichtlich alles dabei.
Auch hier wieder Grundparameter, System, Belastung, Bemessung, Ausgabe. Auch hier haben Sie jetzt bei der Bemessung noch zusätzlich die Option, einen Brandschutznachweis zu führen, wenn Sie sehr interessiert. Oder Sie können auch die Knick- und Kipplängen wählen, wie diese berechnet werden. Hierzu gibt es öfter mal Fragen bei uns in der Hotline, weil es Kunden gibt, die ihre Schütze händisch nochmal nachrechnen und dann nicht auf die gleichen, nicht auf die gleiche Ausnutzung kommen, wie unser Programm ermittelt. Das liegt in den allermeisten Fällen daran, dass man hier eben bei der Berechnung der Knick- und Kipplängen wählen kann zwischen Eigenwertermittlung und zwischen den Systemlängen. Hier unten haben Sie nochmal die Erklärung, dass eben die Berechnung einmal mit Verzweigungslastfaktoren aus dem Stabwerk geführt wird, was auf jeden Fall das genauere Verfahren ist. Oder ob es eben über steife Lager und deren Abstände geführt wird, was vereinfacht ist. Da wählen Sie auf jeden Fall, was für Sie besser ist oder welche Anforderungen Sie auch an diesen Nachweis haben. Da bietet Ihnen das Programm auf jeden Fall beide Möglichkeiten, daraus zu wählen. Gut, so viel zu unserer Holzstütze, eben angeschlossen an unseren HTM. Dann schauen wir uns jetzt noch unseren Fachwerkträger an. Der könnte ja auch durchaus interessant sein für Betrachtung von Dachstühlen im Allgemeinen. Auch hier haben Sie wieder am Anfang Ihre Assistentfenster, bei denen Sie jetzt hier zwischen verschiedenen Fachwerktypen wählen können. Diese können Sie auch noch leicht bearbeiten. Also das ist jetzt nicht nur die finale Auswahl an Trägern, die Sie haben. Aber wir nehmen jetzt mal dieses Beispiel hier oben ein. Parallelbinder. Und genau, Sie können jetzt hier nochmal irgendwie ändern, wenn Sie nicht vier Felder haben wollen, wenn Sie sechs Felder haben wollen. Auf 5 cm Länge passt, weil wenn Sie hier natürlich mit den Längen spielen, passt sich dementsprechend auch der Binder an. Wir haben jetzt mal bei 10 Metern. Genau, ob Sie jetzt konstante Feldlängen haben oder auch individuelle Feldlängen, die nicht alle gleich sind. In dem Fall lassen wir das jetzt mal. 2 Meter, dann sieht es ein bisschen schöner aus. Genau, welchen Querschnitt Sie haben. Hier wurde jetzt mal 8,16 gewählt. Dann wir jetzt mal ein bisschen mehr, nehmen wir 12,20. Sie können jetzt hier natürlich für Obergurt, Untergurt, Pfostendiagonale wählen, was Sie quasi als Querschnitt verbauen wollen. Wir nehmen jetzt mal der Einfachheit halber überall den gleichen Querschnitt. Und genau, hier unten haben Sie noch Ihren Gemeindeauswahldialog. Auch hier können Sie dann wieder eben Ihre Wind- und Schneelasten, jetzt hier wurde jetzt am Anfang Deutschland gewählt, auf Grundlage Ihrer Gemeinde selbstständig ermitteln lassen. Müssen Sie dann nicht mehr eingeben. Und haben jetzt auch hier quasi mit wenigen Klicks Ihren Fachwerkträger erstellt. Hier haben Sie auch noch rechts oben die Option zwischen der zweidimensionalen und der dreidimensionalen Darstellung. Hier ist jetzt noch der Fall, dass im Programm automatisch jetzt hier nur 2 Lagerungen hier und eine hier eingesetzt wird, weil die ja oft, man kann die schlecht vorhersagen, wie die verbaut worden sind. Deswegen wird er dem Kunden die freie Wahl gelassen, diese Lager eben selber einzufügen. Standardmäßig natürlich, wenn Sie jetzt berechnen würden, hätten Sie ein Stabilitätsproblem, nachdem nur zu wenige Lager eingesetzt sind. Aber das würde ja auch selten der Realität entsprechen. Sie können hier mit einem ganz einfachen Rechtsklick auf Obergurt hier ein Querlager hinzufügen, sagen dann, an welcher Stelle das sein soll. Setzen wir es hier mal in die Mitte und mit einem Querlager in der Mitte, genau, sollte sich Ihr Stabilitätsproblem dann auch schon gelöst haben. So könnten Sie, wie gesagt, auf sehr schnelle und einfache Art und Weise so einen Fachwerkträger im Holzbau erstellen. Auch hier haben Sie wieder die gleichen 5 Punkte wie in allen Plusprogrammen, eben Ihre Grundparameter, eben auf Grundlage der Norm auch. Genau, hätten wir die Norm jetzt quasi auf Ö-Norm gestellt, dann hätten wir auch im Gemeindeauswahldialog österreichische Gemeinden gekriegt. Deswegen hatten wir jetzt vorhin nur deutsche. Aber gleiches Spiel hier auch wieder, gemitteltes Kammort, Psi 2 und so weiter. Heißbemessung haben wir jetzt hier drin, falls Sie eben Anforderungen an den Brandschutz haben. Gebrauchstauglichkeit, genau, ist eigentlich auch wieder relativ selbsterklärend. Hier unter System Ihre Querschnitte und Materialien. Die sind jetzt hier aufgeteilt jeweils nach Obergurt, Untergurt, Pfosten und Diagonale. Haben wir hier unten auch nochmal, wo Sie eben schneller und einfacher drauf zugreifen können.
Lagerungen sind hier dann auch nochmal aufgelistet. Belastung, die auch hier nochmal ist. Hier sind jetzt auch alle Standardlastfälle aus Eigengewicht, Wind und Schnee, wurden jetzt vom Programm automatisch erzeugt. Genau, wenn Sie den jeweiligen Lastfall anklicken, wird er Ihnen dann auch immer direkt in der Grafik schon angezeigt. Sie können jetzt hier Zusatzlastfälle auch erzeugen, die jetzt hier standardmäßig noch nicht drin sind. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt hier auch wieder Belastung aus Photovoltaik. Gehen wir hier unter Einwirkungsart, auch hier unten wieder auf ständig demontierbar PV. Haben jetzt hier allerdings erstmal nur den Lastfall erzeugt. Hier müssten wir bei Lasten, bei Bearbeiten hier am Ende der Spalte dann noch die Last selber generieren, eben welche Art der Last es ist, Gleichstreckenlast, Einzellast, dann ist es eine Gleichstreckenlast, Richtung quer oder vertikal, vertikal und auch wieder den Wert von 0,5. Genau, klicken auf OK und haben jetzt hier auch wieder unsere Last aus der PV-Anlage. Könnten das Ganze dann wieder berechnen und sehen dann, dass wir noch im grünen Bereich sind. Gut, bei Bemessungen haben wir dann hier auch noch die Option Anschlussdetails. Dort können wir dann direkt in unser Fachwerkknotenprogramm, in unser HO13-Programm reingehen. Eben an den Knotenpunkten wäre das interessant. Oder Lastweiterleitung, ähnlich wie beim HTM, also beim Mehrfeldträger. Wenn wir hier eben auch die Auflage an eine Stahlstütze, Holzstütze, Stahlbetonstütze oder eine Stahlbetonkonsole übergeben. Wenn wir das wollen, bietet sich meistens an, weil man es dann in den anderen Programmen, wenn man eben die Stützen bemessen will, die Last nicht selber nochmal eintragen muss, sondern komfortmäßig ist es schon deutlich günstiger. Ausgabe, ähnlich auch wie bei den anderen Programmen, haben Sie hier auch wieder die Wahl zwischen Kurzdruck, oder nicht, oder Benutzer definiert, je nachdem, was Sie eben auswählen und erhalten dann hier auch alles wieder zusammengefasst in Ihrem Ausgabedokument. Genau, das unterscheidet sich wenig von den anderen Plusprogrammen. Und jetzt schauen wir uns aber nochmal die Übergabe jetzt an unser HO13-Programm an, unseren Fachwerksknoten. Auch hier haben Sie hier oben wieder den Punkt verbundene Programme. Gut, wir haben jetzt nichts ausgewählt, deswegen wird jetzt hier vorgeschlagen das RSX und der Fachwerkträger Stahl neu. Dann gehen wir hier über Bemessung, Anschlussdetails, Fachwerkknoten Holz, genau unser HO13. Und kriegen jetzt hier nochmal unser Systembild und wählen dann auch den Knoten aus, den wir an unser HO13-Programm übergeben wollen. Wir übernehmen jetzt hier mal den hier oben in der Mitte. Klicken auf OK. Und dann öffnet sich automatisch schon unser HO13-Programm. Genau, die Rechnung läuft durch. HO13-Programm ist, wie erwähnt, unser Fachwerkknoten. Das ist mittlerweile auch ein sehr stark gewachsenes und potentes Programm geworden. Sie haben ja verschiedenste Möglichkeiten von Fachwerkknoten zu berechnen. Am Anfang hätten Sie ähnlich wie in den anderen Programmen Assistenten, bei denen Sie Ihren gewünschten Fachwerkknoten dann auch wählen können. Hier haben wir jetzt natürlich den Fachwerkknoten von unserem Fachwerkträger Holz übergeben bekommen, haben hier direkt dann auch schon alle Lasten mit angesetzt. Die Querschnitte wurden auch direkt übergeben und Sie haben eigentlich auch direkt den Nachweis. Wenn Sie jetzt nur die Auslastungen interessieren würden, könnten Sie jetzt quasi einen Haken hintersetzen, Ihr Dokument, Ihr Ausgabedokument ausdrucken. Und wären dann eigentlich schon fertig. Aber wir schauen jetzt hier noch mal kurz ein bisschen weiter rein. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, neben einer zweidimensionalen Ansicht eine dreidimensionale Ansicht zu wählen. Hier haben wir sogar noch kleine Spielerei, eine Explosionsdarstellung, in der Sie dann alle Bauteile einzeln noch mal sehen können. Jetzt Ihre Verbindungsmittel, die Sie gewählt haben, Ihr Blech. Gehen wir mal zurück. Aber allgemein gibt es hier auch unter Detail verschiedene Ansichten. Sie können sich zum Beispiel nur den Gurt anzeigen lassen, Ihre Diagonale, nur das Blech, falls Sie das interessiert, oder eben, wie wir es hier gehabt haben, den gesamten Fachwerkknoten. Genau, hier gibt es auch verschiedenste Optionen hier, die man wählen könnte jetzt, Verbindungsart, ob die Blechlage innen oder außen ist. Im Gurt, welchen Querschnitt wir haben, genau, Auflager, Querdruck und so weiter. Da gibt es viele Optionen, bei denen Sie sich durchklicken könnten.
Wichtig natürlich noch das Blech, welche Blechdicke Sie haben, die Form konstruiert rechteckig, welche Verbindungsmittel Sie eingebaut haben. In dem Fall sind es jetzt Stabdübel. Da gibt es natürlich auch andere Optionen, Bolzen, Passbolzen. Also man kann wirklich eine Vielzahl an Fachwerkknoten schon mit diesem Programm darstellen. Viele Optionen sind möglich und am besten, wenn Sie es interessiert, klicken Sie sich mal durch, weil über dieses Programm alleine könnte man wahrscheinlich schon ein Webinar gestalten. Das würde jetzt vermutlich etwas den Rahmen sprengen. Aber um Ihnen zumindest schon mal grob einen Überblick über alle Funktionen des Programms zu zeigen, haben wir jetzt hier quasi die Übergabe gemacht und kurz mal reingeschaut. Genau, dann haben wir noch zwei Programme, die wir Ihnen gerne kurz zeigen wollen, die auch für die Ermittlung von Dachstühlen relevant sein könnten. Und zwar einmal unser Zugstoßholz. Auch hier haben Sie am Anfang wieder den Assistenten, ob Sie jetzt hier eine Stahlholzverbindung haben, eine Holzholzverbindung, gibt es die Auswahlmöglichkeit, dann natürlich Material, Querschnitte und so weiter. Das Ganze sieht dann so aus, hat eine gewisse Ähnlichkeit zu unserem HO13 auch, was nicht verkennbar ist. Haben wir auch wieder verschiedene Darstellungsoptionen, zweidimensional, dreidimensional. Und genau, macht einfach, was der Name des Programms macht, suggeriert. Wir haben Zugstoßholz, vor allem eben für Zugkräfte geeignet. Wir können mittlerweile, glaube ich, sogar auch Druckkräfte bei dem Programm mit eingeben. Und ähnlich ja wie beim HO13 hier bei der Bemessung zwischen Blech und Verbindungsmittel viele Wahloptionen, je nachdem, wie Sie eben Ihren Zugstoß gestalten wollen. Generell die Aufteilung auch wieder gleich wie bei allen Plus-Programmen, sollte man sich eigentlich zurechtfinden können. Und dann eben für seinen potenziellen Zugstoß, den man eben hat, hier alle Berechnungen und Nachweise führen können. Gut, kurzer Einblick zum Zugstoß. Dann haben wir als letztes Programm, das wir uns noch kurz anschauen möchten, unsere Barrenfetten oder auch Koppelfettenprogramm. Wir erhalten nämlich auch des Öfteren die Anfrage, wann denn das Koppelfettenprogramm auch an SEMA angeschlossen werden könnte. Genau, hier haben Sie die Möglichkeiten, eine Koppelfette zu rechnen, eine Einfeldfette oder eine Gelenkfette. Auch hier, das können Sie wieder dem Assistenten wählen. Zeige ich vielleicht nochmal im Programm selber, da ist es ein bisschen schöner zu sehen. Genau, wir haben jetzt hier unser System, haben wir jetzt Gelenkfette gewählt. Sie haben eben hier Ihre Gelenke in den Feldern. Anders als bei der Einfeldfette, genau hier haben Sie nämlich die Gelenke jeweils an den Auflagern oder was eben häufig abgefragt wurde, unsere Koppelfette, die wir jetzt eben wie hier sehen. Und auch hier ähnlicher Programmaufbau. Sie haben auch hier wieder Ihre Grundparameter, Ihre Normen, Ihr Material, Ihr System. Genau, ob Sie seitliche Abstützungen kontinuierlich haben, keine, nur in Feldmitte. Da gibt es auch wieder einige Optionen, die Sie eben bei der Bemessung wählen können. Auch Ihre Wind- und Schneelasten hier wieder aus der Gemeindewahl, wenn Sie wollen. Die können Sie natürlich auch wieder händisch eingeben, aber erleichtert einem doch einiges hier, das wieder über die Gemeindewahl zu machen. Und bei der Bemessung dann auch wieder verschiedene Verbindungsmittel zur Auswahl, hier Nägel oder Dübel besonderer Bauart. Ob Sie Verformungsbegrenzungen quasi möchten, ob Sie da Anforderungen haben oder nicht. Und ja, klassisch unsere die Ausgabe wieder, bei der Sie wieder zu verschiedenen Positionen wählen können, wie Sie Ihr Ausgabedokument dann eben zusammenstellen wollen. Genau, wenn Sie die Programme natürlich weiter interessieren, können Sie da gerne mal rückfragen. Dann zeigen wir das Ihnen etwas detaillierter. Für heute wollten wir nur mal kurz zeigen, dass es die Programme gibt, was sie ungefähr können und ja, warum es auch vermutlich Sinn machen würde, in Zukunft mal darüber nachzudenken, wie und ob wir die dann an SEMA auch noch mit anschließen könnten, um da das Portfolio auf jeden Fall noch zu erweitern. Gut, zu guter Letzt zeige ich Ihnen dann noch, wie eingangs erwähnt, unsere Übergabe von einer DXF-Datei, eben von SEMA, an unser Stabwerksprogramm, an unser RSX-Programm. Das haben vielleicht schon Leute gesehen, die bei uns im ersten Webinar jetzt damit dabei waren. Aber nachdem die Rückfrage dazu auch immer sehr hoch ist, wollen wir das hier doch auch nochmal kurz zeigen.
Genau, hier haben wir unsere Beispielposition, ein Carport, der hier bereits in SEMA eingegeben wurde. Und um diesen jetzt eben an unser Stabwerksprogramm übergeben zu können, müssen wir ihn eben in ein Stab- und Knotenmodell in DXF-Format umwandeln. Das geht relativ einfach hier oben über den Punkt Extras. Statik, Export, Stab- und Knotenmodell, 3D-Stab- und Knotenmodell, DXF-Format. Dann wird gefragt, ob eben ein solches Modell erzeugt werden soll. Klicken wir auf OK. Hier haben wir nochmal die Stabliste. Klicken dann auf Start. Und werden dann anschließend gefragt, wo ist es jetzt eben abgelegt werden sollte, die DXF. Ich habe die jetzt hier schon vorher schon mal erzeugt, deswegen können wir jetzt hier auf Abbrechen drücken. Und genau, sehen dann hier das erzeugte Stab- und Knotenmodell. Scheint soweit alles zu passen, deswegen können wir das wieder schließen und starten jetzt hier im Frilo Control Center wieder über Stabwerke unser RSX-Programm. Auch hier haben wir wieder unseren Assistenten bei der Eingabe. Brauchen wir jetzt in dem Fall nicht, weil wir ja eine Datei einlegen. Deswegen können wir hier auf Abbrechen klicken. Gehen dann hier auf Datei, Import und DXF. Wählen dann unsere gerade erzeugte DXF-Datei. Gut, wir haben hier ein Vorschaubild, das jetzt leer ist, weil es manchmal sein kann, dass hier eben Layer übergeben werden, die jetzt im RSX nicht angezeigt werden können oder vielleicht mal Probleme bei der Darstellung machen. Deswegen diese vielleicht einfach ausschalten. Genau. Und schon sehen wir unser Modell dann auch. Hier gilt es jetzt noch aufzupassen, ob die bei der Transformation, ob die Skalierung richtig gewählt wurde. Die ist jetzt mit 0,001 sehr klein. Das wollen wir nicht. Die stellen wir mal auf 1. Und hier eventuell noch die Verschiebung bezogen auf den Nullpunkt. Die ist jetzt hier sehr gering, deswegen können wir das mal so lassen. Aber wenn Sie Ihr Carport jetzt direkt in den Nullpunkt schieben wollen würden, könnten Sie da jetzt überall Null reinschreiben, aber das ist jetzt für uns nicht interessant. Okay, jetzt weiß ich nicht, jetzt wurde hier diese andere Struktur mit übergeben. Die löschen wir jetzt einfach mal. Die brauchen wir denn nämlich nicht hier. Gut, das war aber, weil wir beim Assistenten zu schnell durchgegangen sind. Okay, hier haben wir unseren Carport jetzt eben. Wurde jetzt allerdings nur mit Linien übergeben. Deswegen müssen wir jetzt hier nochmal ein Feld über den kompletten Carport ziehen. Wie man sieht, sind jetzt alle markiert worden. Jetzt machen wir hier einen Rechtsklick drauf, gehen auf Neu, Stab aus Linie. Jetzt wird eben aus jeder Linie ein Stab konstruiert. Wir haben jetzt hier Biegestab gewählt, Querschnitt IPE 140. Klicken wir mal auf Ändern, nachdem wir nicht im Stahlbau unterwegs sind, sondern hier im Holzbau unterwegs sind. Haben wir dann noch die Möglichkeit, unseren gewünschten Querschnitt einzugeben. Jetzt mal 12, 16, klicken auf OK. Geht dann auch direkt hier auf Nadelholz C24. Damit sind wir OK. Und gehen dann hier noch auf OK. Können wir hier noch rechts auf Volumenmodell gehen. Und dann sieht das Ganze doch schon deutlich eher wieder nach dem Carport aus, den wir am Anfang auch in SEMA gesehen haben. Und genau, so haben Sie jetzt eigentlich Ihre SEMA DXF an unser Stabwerksprogramm übergeben. Müssten hier jetzt natürlich, wäre das jetzt nur der Anfang, also Sie haben jetzt hier noch keine Lasten mit drin, die Sie noch eingeben und generieren müssten. Sie haben auch keine Lagerungen mit drin. Knoten müssten Sie gegebenenfalls auch noch definieren. Wobei die Knoten müssen übergeben worden sein, genau. Aber so als Grundlage ist es natürlich schon mal sehr hilfreich und arbeitserleichternd, dass Sie jetzt nicht quasi von Hand auf Ihre komplette Struktur in RSX nochmal neu eingeben müssen, haben Sie eigentlich so schon direkt übergeben. Und wenn Sie jetzt Ihre Lasten noch mit aufgebracht hätten und Ihre Lagerung, dann könnten Sie das Ganze auch schon berechnen. Also ist dann eigentlich doch eine deutliche Arbeitserleichterung hingegen, das komplett von Null zu generieren. Gut, dann schließen wir das Ganze und kehren wir zu unserer PowerPoint-Folie zurück, nachdem das
soweit eigentlich der letzte Punkt jetzt war, der DXF-Import in das Strafwerksprogramm, sind wir größtenteils jetzt eigentlich mit unserem Webinar durch.